Ein Wort, ein Satz, aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen, und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich. Und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich. Herzlich willkommen zu dieser fünften Sequenz Wort und Musik mit je einem Gedicht und schönen musikalischen Stücken für die Seele. Heute mit diesem Gedicht von Gottfried Benn aus dem Jahr 1941, das wir eben gehört haben. Jörg Ulrich Busch und ich, wir haben uns gedacht, es ist wichtig in diesen Corona-Zeiten, sich Zeit zu nehmen, über Dinge nachzudenken, Musik zu hören, Dinge, die uns gut tun in der Seele. Zuerst nun aber ein paar Verse aus dem Psalm 139, in dem diese Worttradition kraftvoll vorkommt. Kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht ganz und gar kennst. Zu wunderbar ist es für mich, dies zu erkennen, zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Stieg ich hinauf zum Himmel, du bist dort. Und schlüg ich mein Lager auf im Totenreich, siehe, du bist da. Nähm ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, Finsternis breche über mich herein und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Thank you.
Gottfried Benn, Pfarrerssohn, Hautarzt und Dichter, Nietzsche-Leser, einer, der von der Sinnlosigkeit dieser Welt überzeugt war, einer, der leider in den 30er Jahren dann von diesem Machtpathos der Nazis ergriffen wurde und auch schlimme Reden hielt. Und doch, Gottfried Benn spricht hier in diesem Gedicht von einer Offenbarungserfahrung. Vollständig gelöst hat er sich also noch nicht von seinem protestantischen Hintergrund. Die Erfahrung des Wortes, die Erfahrung von Erkenntnis, von Sinn, bringt er in Worte, wie ich sonst wenig solche Gedichte kenne. Ich will es noch einmal lesen. Ein Wort, ein Satz, aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen, und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich. Und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich. Großartig knapp, fast in Granit gehauen, diese Worte über das, was ein Wort auslösen kann. Aus Zeichen, aus Chiffren, Buchstaben, Zeilen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Und dann eindrücklich eine biblische Assoziation. Wie es bei Josua im Kapitel 10 heißt, Sonne, steh still in Gibeon und Mond im Tal von Ajalon. Und die Sonne stand still, so lesen wir, die Sonne steht. Und auch der hellenische Gesang der Sphären schweigt. Und dann sagt Gottfried Benn, und alles ballt sich zu ihm hin, verdichtet sich in diesem Wort, in diesem Sinnkristall. Und dann ein Feuerwerk, ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich. Das Erlebnis also einer jähen, tiefen Selbst- und Welterkenntnis. Und was nicht fehlt, ist das, was bei Pascal in seinem Memorial als Kernerfahrung notiert ist. Feu, Feuer. Aber nicht nur das, es geht im pascalschen Tone weiter. Denn dieser große Mathematiker, Philosoph und Christ, Pascal, schreibt in seinen Pensées auch von der Erfahrung der unendlichen Räume, der Kälte, der Verlorenheit des Menschen und zugleich der Bedeutung des Menschen. Denn was ist zum Schluss der Mensch in der Natur? Un néant à l'égard de l'infini. Un tout à l'égard du néant. Das heißt, ein Nichts vor dem Unendlichen, ein All gegenüber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All. Natürlich ist Gottfried Benns Gedicht nicht ein Ausdruck eines pascalschen Glaubens. Und dennoch eindrücklich, wie hier auf eine Weise Erkenntnis, die mit einem Wort verbunden ist, verdichtet ist. Gottfried Benn war dafür zu sehr Nietzsche-Leser. Aber hören wir doch einmal, was Nietzsche sagt über das, was Inspirations-Offenbarungserfahrungen sein können. Der Begriff Offenbarung, schreibt Nietzsche, in dem Sinn, dass plötzlich mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit etwas sichtbar, hörbar wird, etwas, das einen im tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Tatbestand. Man hört, man sucht nicht. Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt. Wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeit, in der Form, ohne Zögern. Ich habe nie eine Wahl gehabt. Eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, als eine
notwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses. Das, schreibt Nietzsche, ist meine Erfahrung von Inspiration. Nun, ich selber denke, dass wir mit unserer manchmal so rationalen Theologie vielleicht ein bisschen sensibler sein sollten für die Intensitäten, die mit solchen Erfahrungen einhergehen. Intensitäten, wie sie Ben in seinem Gedicht auszudrücken vermochte. Ein Wort, ein Satz, aus Chiffren steigen, erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum um Welt und ich.